Embiid steht vor Comeback. Joel Embiid steht unmittelbar vor seiner Rückkehr. Laut einem Bericht von ESPN-Insider Adrian Wojnarowski könnte der Center in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen die Oklahoma City Thunder aufs Parkett zurückkehren. Damit ist der Superstar pünktlich zum Finale der Regular Season und dem Start der Playoffs wieder einsatzbereit. Embiid hatte sich am 30. Januar gegen die Golden State Warriors eine Meniskusverletzung zugezogen und musste in der Folge operiert werden. Nun verstärkt er seine 76ers, die derzeit auf dem 7. Platz der Eastern Conference liegen, im Kampf um die Playoffs. Vor seiner Verletzung legte der 30-Jährige knapp 35 Punkte und 11 Rebounds pro Spiel auf und war auf dem Weg, der erneute MVP zu werden. Hartenstein mit irrer Draftgeschichte. Isaiah Hartenstein von den New York Knicks hat im Podcast von Jalen Brunson und Josh Hart den Brooklyn Nets die Schuld für seinen Fall im Draft gegeben. Sie meinten, dass ich chronische Knieprobleme haben würde, aber ich hatte noch nie in meiner Karriere Schwierigkeiten mit meinem Knie, erzählte der 25-Jährige in der Roommates Show. Zwar hätte der Center häufiger Probleme mit seinem Rücken gehabt, im Knie wäre jedoch immer alles gut gewesen. Hartenstein wurde schließlich an der 43. Stelle von den Houston Rockets ausgewählt, obwohl er zuvor von Experten zwischen Position 15 und 35 gesehen wurde. Nach dem Draft ließ er sich nochmal in Deutschland untersuchen, doch auch da konnten im Knie keinerlei Fehler festgestellt werden. Über die Station Houston, Denver und Cleveland entwickelte sich Hartenstein bei den Los Angeles Clippers zu einem der besten Backup-Center der NBA. Booker mit historischer Leistung. Devin Booker hat sich mit einer überragenden Performance gegen die New Orleans Pelicans in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit seinem 52-Punkte-Game hat der Guard der Phoenix Suns im dritten Spiel in Folge ein 50-Punkte-Match gegen die Pelicans vollbracht. Damit ist er seit Wilt Chamberlain der erste Spieler, der drei Spiele in Folge gegen das gleiche Team mindestens 50 Punkte auflegt. Offen gesagt haben wir ihn zu soft verteidigt, sagte Pelicans-Trainer Willie Green nach dem Spiel. Wir hatten eine softe Mentalität, wenn es darum ging, ihn physisch anzugehen, analysierte der 42-Jährige weiter. Die Pelicans stellten vor dem Spiel die viertbeste Defense der Liga und mit Herb Jones einen der besten Verteidiger der NBA. Dank Bookers Leistung haben die Phoenix Suns nur noch ein Spiel Rückstand auf die Pelicans, die auf dem 6. Rang in der Western Conference liegen. LeBron-Karriere vor dem Ende? LeBron James hat nach seiner 40-Punkte-Gala gegen die Brooklyn Nets über sein nahendes Karriereende gesprochen. Nicht mehr lang, ich bin schon auf der anderen Seite des Berges, antwortete James auf die Frage, wie lange er noch plane zu spielen. Ich spiele keine 21 Jahre mehr, das ist verdammt sicher. Ich weiß nicht, wann sich die Tür schließt und ich meine Karriere beende, aber ich habe nicht mehr viel Zeit, blickte der 39-Jährige auf das Ende seiner Laufbahn. Trotz seines Alters legt James in dieser Saison immer noch starke 25,4 Punkte pro Spiel auf und verzeichnet mit über 41% die beste Dreierquote seiner Karriere. Erst kürzlich durchbrach er als erster Spieler der NBA-Geschichte die 40.000-Punkte-Marke. LeBron kann im Sommer eine Spieleroption über 51,4 Millionen Dollar ziehen und damit seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers für ein weiteres Jahr verlängern.